Mein Name ist Sascha Klern, ich bin vom Beruf Revierjagdmeister, komme ursprünglich aus dem Raum Kloppenburg und lebe jetzt seit 6 Jahren auf der Insel Rügen. Ich betreibe hier eine Jagdschule. Ja, die Unfälle passieren meistens dadurch, dass man sich selbst überschätzt, sage ich mal, und dass man einfach sich zu was hinreißen lässt, was man vielleicht gar nicht will. Wenn die Treiber laut treiben, weiß der Schütze, aus dieser Richtung kommen die Treiber. Und dann ist für den Schützen automatisch klar, dass er da auch nicht mehr hinschießen darf. Wir treffen uns hier, das ist ja Stützpunkt der Jagdschule, hier treffen wir uns mit den Treibern und Schützen. Hier wird die Sicherheitsbelehrung durchgeführt, jeder wird hier eingewiesen, die Ansteller wissen schon, wen sie anstellen müssen, Sicherheitsbereiche und den Jagdablauf, Notfallplan, alles wird an dem Tag schon besprochen, dass jeder Schütze und auch jeder Treiber, der im Wald ist, immer genau weiß, wie ist der zeitliche Ablauf, was ist, wenn was passiert, wird jetzt jemand verletzt, wo müssen wir die Leute bergen, was passiert, wenn ein Hund geschlagen wird, wer fährt die Hunde zum Tierarzt, bis so weit, dass wir bei uns den örtlichen Tierarzt benachrichtigt haben, dass wir den Tag Jagd haben. Und wenn der Notfall ist, können wir sofort hinfahren. Wenn jemand Interesse hat, einen Jagdschein zu machen, ist es natürlich wichtig, dass er im Vorfeld schon viel Revierpraxis sammelt, dass man auch schon, ich sag mal, im örtlichen Hegering Kontakt aufsucht, schon bevor man einen Jagdschein macht, dass man schon mal 1-2 Jahre als Treiber mitgeht. Das ist immer sehr wichtig. Rehwild, Schwarzwild und Raubwild. Natürlich Schwarzwild, alles aus den grünen Sachen. Und aufgeregt? Hier war es ganz entspannt heute. Das ist ja nicht meine erste Brücke. Dass gerade die Praxis, die man vorher lernt, in den Abläufen sich schon verfestigt. Und sicherlich im Kompaktkurs wird man zum Jäger, aber ja, ich sag mal, die Jagdpraxis ist doch schon immer das Wichtigste. Irgendwas, was an der Artikel ist. Da oben schön drauf. Also wenn wir im Herbst die Kurse haben, ist es natürlich so, dass die Jungjäger immer daran teilhaben. Das ist ja auch die Jagdpraxis, die wir noch machen können, auch im Halbjahreskurs, dass wir so viel mitnehmen können in der Ausbildung, in der Praxis. Ne? Dort lernen wir aufbrechen, dort lernen wir Versorgen der Stücke, Abtransport der Stücke, alles das, was nachher für die Praxis auch wichtig ist. Ne? Das Wild drückt sich hier raus, dein Schussfeld ist im Prinzip so in die Richtung, ja. Kurz, ne? Und kurz in die Richtung. Du siehst da, wo die Leute stehen, ja. Schon der Grenzweg. Das heißt, alles, was hier kurz kommt. Die Treibergruppen, die werden im Prinzip vor jedem Treiben nochmal genau eingewiesen. Das heißt, wenn wir ein Stück durchtreiben, weiß jeder genau, hier muss ich laufen, hier gehe ich durch, da ist wieder Sammeln, dass alle wissen, da ist wieder Treffpunkt, dass sich keiner verläuft. Und da wird auch immer geguckt, ob alle Haie wieder angekommen. Treiben so raus, mach dich jetzt gleich schon fertig, schussbereit bist. Ja. Wir hätten die eine oder andere Chance gehabt, auch Schweine zu schießen, aber ich sage, die Sicherheit steht auch immer vor Erfolg, das ist das Wichtigste. Wir haben ja nur wieder eine schwere Unfälle gehabt in Mecklenburg auch. Und man muss da selbst sich so im Griff haben, dass man wirklich nur in diesen Bereichen schießt, wo man darf. Ne? Also wir hätten durchaus die Chance gehabt, das eine oder andere Schwein zu erlegen, aber es ging nicht, weil sie halt über die Schotterwege liefen und auf dem Schotterweg wird natürlich nicht geschossen. Ne? Wir kommen hier durch, auf das Rebel. Ja. Auf das Rot. Hallo Christian. Treiberwehr steht. Habt ihr alle Schützen angestellt? Können wir beginnen? Okay, dann fangen wir jetzt an. Hört man Teil. Rehwild! Hinten gekommen vom Nachbarn. Stand 8a. Ja, ja, von hinten. Die sind aber jetzt hier drin. Okay, wir gehen jetzt hoch und kommen runter. Ja, oder wollen wir so einmal durchgehen? Da ist nichts drin. Wir haben uns im Prinzip auf den Rückwechsel abgestellt. Das heißt, das Treiben war eigentlich von allen Schützen abgestellt, bis auf ein kleines Loch, wo die Schweine gerne mal durch sich verflüchtigen, sage ich mal. Und dass man sich dort genau auf diese Rückwechsel stellt, ist aber ganz gut. Das hat sich in den letzten Jahren immer bewährt, dass man die Rückwechsel abstellt, weil doch immer so das ein oder andere Schwein da versucht, denn das Treiben zu verlassen. Gerade die Waffenhandhabung und auch gerade das Training und auch das Schießen auf den Schießständen ist natürlich erstmal der Grundstein und auch Pflicht, sage ich mal, dass jeder Schütze das macht, damit er auch fit ist im Schießen, dass er dann auch in der Lage ist, in dem Moment, wenn denn die Sauen kommen, auch dann auch ein oder zwei Stücken strecken kann. Ne? Oder du bist links, treue Seele.
man muss im Vorfeld sich schon seine Schussschneisen festlegen und sagen, okay, nur da und da kann ich wirklich schießen. Und die Erfahrung kommt über die Jahre, auch die Stücken sofort anzusprechen. Ne? Also es waren ja im Prinzip zwei Frischlinge, zwei einzelne Frischlinge, die von der Rotte gesprengt waren. Und das ist halt, das ist am Anfang schwierig, aber ich sag mal, jahrzehntelange Erfahrung ist dann wirklich, dass man das auch in der Praxis umsetzen kann, ansprechen, ne? Sicherheitsbereich und auch sauber erlegen kann, die Stücke. Wichtig ist natürlich auch, dass die Jungen ja sofort auch einen sehr guten Ablauf kennenlernen, auch die Sicherheit, dass die wissen, wie sind die Abläufe im Treiben, die müssen wissen, wie wird sowas durchgeführt von Anfang bis Ende. Und wenn man die Yachtleitung hat, ist man eigentlich immer froh, dass alle wieder heil abends zu Hause angekommen sind. Ne? Keiner ist verletzt, alle Hunde sind gesund nach Hause gekommen, man ist müde. Die Strecke war, ich sag mal, durchwachsen, weil uns halt viele Sauen auch durch die Lappen gegangen sind. Ihr müsst langsam durchgehen und ihr müsst dafür sorgen, dass ihr euch eine Linie haltet. Wenn ich natürlich außen laufe und habe natürlich einen super Gehweg, muss ich natürlich auch Rücksicht nehmen auf die, die durch die Brombeeren gehen. So doofes Schwein, das passt gar nicht. Und das passiert ja immer wieder. Auf jeder Yacht, die ich mache, wo ich auch als Hundeführer durchgehe, sieht man, dass die sehr intelligent sind und sich super anpassen können. Das Revier hat viel Dickung und buchen Naturverjüngungen und Brombeerfelder. Und es schaffen eigentlich immer wieder die Sauen, uns auszutricksen. Wir können uns noch so intelligent anstellen, wir können Sitze umstellen, wir können anders treiben, wir können anders abstellen. Es ist so, dass die erfahrenen Bachen es eigentlich immer wieder schaffen, also aus die Treiben rauszukommen, unbeschossen rauszukommen. Es ist immer wieder, gerade in neuen Revieren so, oder wenn man sowas plant, dass man im Prinzip eigentlich immer wieder überrascht wird, dass sie einen doch austricksen. Nee, aber das hat doch jetzt gerade doch ja, aber schön langsam. Das ist der Ablauf ist immer gleich. Wichtig ist wirklich die Sicherheit. Wichtig ist, dass alle wissen, was zu tun ist, dass keiner rumläuft und nicht weiß, was zu tun ist. Und wichtig ist, dass wirklich vom Anfang bis zum Ende alles auf Sicherheit durchdacht ist.